That's Christmas to me. Why? 'Cause that's Christmas to me. Hallo zu Vlogmas. Heute geht's nach München. Ich habe mich gerade fertig gemacht und habe meine Sachen gepackt und musste an alle Sachen denken für mein Weihnachtskonzert und für nach Hause zu fahren und so weiter und so fort. Ich bin nämlich jetzt 10 Tage unterwegs erstmal und dann komme ich für eine Nacht zurück nach Berlin und fahre heute das erste Mal mit dieser Schnellstrecke Berlin-München, diese neu ausgebaute ICE-Strecke und bin mal gespannt, ob das alles so klappt. Ich habe schon gehört, dass da ein paar Züge hängen geblieben sind und so weiter, aber ich habe heute keinen Stress anzukommen, von daher alles easy. Ich freue mich auf die Zugfahrt, nehme meinen Computer mit, werde ein bisschen arbeiten und so. Ich scheine tatsächlich immer von meiner Todestreppe verfolgt zu werden. Schon wieder fahre ich vom gleichen Bahnsteig ab. Treppe des Todes. München, ich komme. Ich hoffe nur, dass es nicht so mega voll ist. Ich hasse es nämlich im Zug irgendwie in so überfüllten Dingern einzusteigen. Obwohl ich Bahnkomfortkunde bin, ist immer alles belegt und so. Und ich habe jetzt keine Platzreservierung. Ich fahre nämlich für 14,95 € oder so nach München. Voll krass. Und dann habe ich mir gerade noch so ein paar Snacks für unterwegs geholt. Dieser Kokosnuss-Chocbar von Veganz, der ist mega krass. Hashtag no sponsor. Und dieser Superfood-Riegel Kakao-Nips, probiert es mal. Mega lecker. Ausnahmsweise mal pünktlich. Wir sind auch so gut, dass wir warm sind. Immer wenn ich zu Katrin komme, dann muss ich in der Etage unter ihr ein bisschen lachen, weil das war ich mein Hairspray. Ob Tracy hier nebenan irgendwo auch wohnt, ist die Frage. Hallo! Ich bin schon hochgekommen. Kamera auf, oh, hallo! So schön hier zu sein. Yes! Finde ich auch. Ich bin auch immer froh, hier zu sein. Ja. Das wäre blöd, wenn es nicht so wäre. Ja, schön geschnippelt. Hast du schön geschnippelt, Katrin? Danke. Hab ich geschnippelt? Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab das geschnippelt. Du hast nur gewaschen. Ich hab das Messer in der Hand. Guckt euch das mal an. Wie lecker. Und die Katrin weiß genau Bescheid. Mein Lieblingsradler. Yum, yum, yum. Jetzt gibt's Bescherung. Die Katrin hat mir nämlich ein Paket geschickt zu meinem Geburtstag. Und es ist nie angekommen. Empfänger ist verstorben und nicht abgeholt. Oh, Empfänger ist verstorben. Naja. Aha, aha, aha. Birkenstockschuhe. Michi ist geworden. Cool. Mr. Fantastic. Gibt's hier die exklusive Musical Michi Livestream Tasse. Natürlich so bedruckt, dass alle Zuschauer erstmal endlich richtig erkennen können. Bitte sag mir Bescheid, wenn sie eingeweiht wird. Das will ich natürlich sehen. Dein richtiges Geschenk gibt es zum 13.12. Ich freue mich schon sehr darauf, dass wir zusammen zum Cirque du Soleil gehen. Oh, yes! Alles Liebe und bleibst du wie bist dein Schwesterherz. Oh, yay! Zum Cirque du Soleil! Was denn? Ja. Hier in München jetzt? Ja. Krass, wusste ich gar nicht, dass die hier sind. Cool. Das ist jetzt falsch bedruckt, damit man es richtig lesen kann, oder was? Das ist ja mega witzig. Eine Livestream-Taste, damit man mal endlich richtig lesen kann. Und natürlich gefüllt mit Centstücken. Ich sammle immer noch 1-Cent-Stücke. Also falls ihr welche habt, immer her damit. Bringt sie zu meinen Workshops, Konzerten oder was auch immer mit. Katrins World sieht zu. Nele, hallo. Wie viel Uhr ist es überhaupt? Oh, das ist aber verzögert. Hallo, wie geht's euch allen?
Luis, hallo, hallo Musical Freak. So, eigentlich wollte ich nur mal was ausprobieren. Ich habe nämlich von meiner besten Freundin Katrin eine Tasse zum Geburtstag nachträglich geschenkt gekriegt. Wie witzig. Stell das mal daneben. Ich sehe schon, wie verzögert das ist. Krass. Witzig. Stell das mal daneben. Funktioniert. Ich habe das erste Mal jetzt eine Tasse, die das Publikum lesen kann. Musical Michis Livestream Tasse. Wie cool ist das denn bitte? Und weil die Katrin sagte, immer wenn du eine Tasse hast, dann kann keiner das lesen, weil das natürlich spiegelverkehrt dann ist. Die Katrin hat auch gebacken. Yes! American Cookies. Ich verlinke das Video hier. Oder hier. Wow, die sehen ja schneeweiß. Krass. Vanillekipferl. Und das war ein mega witziger Livestream. Katrin und ich, wir haben uns totgelacht. Und ich glaube, die Leute, die zugeguckt haben, auch, oder? Ja, ich glaube, mehr habe ich heute gar nicht zu erzählen. Wir werden jetzt noch ein bisschen auf der Couch hier chillen und so. Und falls ihr das nicht mitgekriegt habt, am 10. Februar gibt es ein Spezialevent in Berlin zusammen mit Daniele und mir. Ich habe jetzt im Zug heute wieder mal ein paar Videos angeguckt von vor 1,5 Jahren, wo er das letzte Mal mit mir aufgetreten ist in Berlin. Das war mega, mega cool und wir haben gesagt, wir machen das wieder. Und das Datum ist der 10. Februar. Also haltet die Augen auf, dann sage ich euch wo und wann und wie viel Uhr und so weiter und so fort. Also, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, was auch immer. Bis dann und ciao. Oh, ich habe das Zwinkern vergessen, hat Katrin gesagt. Ciao.